Mit Harry Kane konnte der FC Bayern zuletzt einen wahren Coup landen. Der frühere Fußballnationalspieler Holger Badstuber sieht allerdings trotz des prominenten Neuzugangs noch Nachholbedarf im Kader der Münchner. Kane ist wichtig, doch die größte Baustelle im Bayern-Kader existiert weiterhin. Die Breite ist definitiv hochwertig, aber die Sechserposition im defensiven Mittelfeld ist nicht klar genug definiert, schrieb der frühere Bayern-Verteidiger in seiner Kolumne für web.de News. Werde diese Baustelle nicht geschlossen, könnte es weiter Probleme geben. Ein echter Sechser sei laut Badstuber physisch stark, groß, spielt einfach, gewinnt Zweikämpfe, erobert Bälle und ist da, wenn es brennt. Er nimmt dreckige Laufwege, für die sich andere zu schade wären. Aktuellen FCB-Kickern traut Badstuber diese Aufgabe anscheinend weniger zu. In dieser Rolle sehe ich weder Kimmich noch Leimer, Goretzka oder Gravenberch, so der 34-Jährige in seiner Kolumne.